Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir wollen heute mal versuchen, was mit Badru ist. Ich habe aber gesehen, dass wir hier auch noch was im Briefkasten haben. Sei gegrüßt. As you may well have guessed, your action have in another world of the temple. Achso, sie hat das mitbekommen, dass wir in dem einen Tempel gewesen sind. One that Tau seems particularly interested in. When you have time, stop by and do some research. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo ich sie treffen soll. Ob ich sie jetzt im Tempel treffen soll oder ob ich sie generell einfach nur treffen soll. Werden wir auf jeden Fall mal reingucken. Glitzmünze haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Und ich habe gesehen, dass wir auf Neuigkeiten was Neues haben. Geschenk für dich. Was ist das denn? Abholen. Delilahs Kängurubeutel. Ist das was Essbares gewesen oder was? Bei dir geht's ja hoch her. Ein Inki-Stoff hier aus der Chapa-Hütte. Okay, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Wo haben wir die denn? Weich und süß, genau wie ein echtes Känguru und so leicht und flauschig, dass es direkt zum Mond schweben könnte. Wird bei Delilahs süßer Versuchung... Achso, da steht es ja auch Fokuspunkte. Ja, dann ist das tatsächlich was zum Essen. Ah, okay. 325 Punkte. Nimm dir Inki das schelmische Chapa mit nach Hause. Leichter zu fliegen als ein echtes Chapa. Das könnte man sich fast so vorstellen, ja. Aber wo tue ich das Chapa? Achso, genau, hier hatte ich ja noch eins. Dann würde ich sagen, mache ich das mal mit hier dazu. Zack. Na, mal schon mal zwei. Oh, das ist irgendwie niedlich. Ja, super. Dann gucken wir mal, ob wir eventuell Badru in der... Ach, da oben steht es jetzt auch. Triff Gina in den Ruinen der Nähe von Heklas Zelt. Das wird wahrscheinlich das hier hinten sein, oder? Nee, Moment, das ist Questziel. Ah, das ist das da hinten. Okay. Gut, dann möchte ich aber gerne probieren, weil die nämlich jetzt wach sind und er irgendwas meinte von wegen, dass er das nicht unbedingt machen möchte, wenn die anderen das so mitkriegen. Deswegen möchte ich das jetzt mal ausprobieren, ob wir jetzt eventuell uns mit ihm in der Scheune treffen können. Bin ich denn jetzt hier eigentlich im Hintergrund? Aref, wenn wir dich gerade mal hier haben, dann können wir hier auch noch mal ganz schnell mit dir reden. Ich weiß, du redest sowieso immer das Gleiche. So, jetzt bin ich aber gerade doch ein bisschen in die falsche Richtung am Laufen. Moment. Weil ich möchte das mit der Scheune jetzt endlich mal abschließen. Und ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass der da sein soll, auch wenn er komplett woanders angezeigt wird. Das ist ja hier so ein bisschen verwirrend irgendwie. Oh, Gewürzsprossen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, das war jetzt das Haus von denen. Genau, da hinten ist die Scheune. Also, die beiden stehen hier draußen. Mit denen können wir auch nochmal kurz sprechen. Ja, ich weiß. Oh. Ach so, nee, okay. Das ist nur, dass die Beziehung sich verändert hat. Ich wollte gerade schon sagen, habe ich jetzt hier irgendwas angenommen oder so? So. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Kornspeicher? Kann man da eigentlich rein? Nee, schade. Hätte ja sein können, aber vielleicht muss man es ja mal irgendwann. Badrus Scheune. Es steht sogar dran, also war meine Vermutung richtig. Und er ist da. Ja, wunderbar. Und ich habe immer gedacht, man muss zu einer gewissen Tageszeit dahin gehen. Nein, nein, nicht abbauen, ich muss mit dir reden. Du bist hier und auch noch pünktlich. Naja, bitte lach jetzt nicht, aber ich habe ein Lied für Delilah geschrieben. Unser 25. Jahrestag steht bevor und ich kann dir nicht einfach wieder ein paar Socken schenken, wie sonst. Das typische Männergeschenk, ja. Du hast nicht gemerkt, dass ich das mit den Socken ein Witz war, oder? Nein, nicht wirklich. Sie ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Also muss das Lied auch super sein. Und da kommst du ins Spiel.
Hier, ich zeige dir, wie weit ich jetzt gekommen bin. When I first met Delilah, I was greener than the onions in spring. Kannte nur blöde Witze und war unsensibel. Aber sie öffnete mir die Augen für das, was mich jetzt packt. Unsere Liebe wächst mit jeder Stunde, jedem Tag und jedem Jahr mehr und mehr. Und weiter kam ich nicht. Ach so, das war der Text. Bevor ich meine Schreibblockade hatte. Immer schön romantisch, ja genau. Ihre Liebe gibt mir das Gefühl, stärker zu sein als der stärkste alte Baum. Ich kann jedes Hindernis überwinden, solange sie an meiner Seite ist. Also, was meinst du? Du solltest dieses Lied für Delilah aufführen. Meinst du? Aber es ist noch nicht perfekt. Delilah verdient nur das Beste vom Besten. Ich brauche noch mehr Zeit. Vielleicht in ein paar Jahren oder ein oder zwei Jahrzehnten. Ja, genau. Und dann pünktlich zum Hochzeitstag. Ich weiß nicht, irgendwie ist mein Selbstvertrauen abhanden gekommen. Entschuldige, Sprosse. Ich enttäusche dich nicht gerne, aber wenn man älter wird, geht man nicht so leicht Risiken ein. Danke für die Unterstützung meiner musikalischen Bemühungen. Delilah hatte schon immer ein gespaltenes Verhältnis zu meinen musikalischen Ambitionen. Ich hatte ihre Avancen nämlich erst abgelehnt, weil ich damals dachte, ich würde mit einer reisenden Bardin durchbrennen. Ich glaube, sie ist deswegen immer noch ein bisschen sauer. Das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen. Dass die eventuell noch ein bisschen sauer ist. Oh, hier ist noch ein Buch. Band 3, Fisch. Jonglieren 101 von Sir Roderick Pennybutton. Sobald sie das Jonglieren mit Eiern gemeistert haben, können sie zum Fisch übergehen. Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass Fische rutschig sind. Sie sollten sie also beim Jonglieren unbedingt am Schwanz packen. Wenn sie dachten, Eier seien schwer vom Teppich zu entfernen, versuchen sie, Fischdärme zu reinigen. Glaub mir, dieser Geruch verschwindet nie. Okay, jetzt habe ich mich gefreut, weil ich dachte, das ist ein Kochbuch. Aber gut, dann ist es kein Kochbuch. Oh nein, ich hatte zuerst gehofft, dass ich da eventuell eventuell einen Apfel mitnehmen könnte. Dass ich mir den umwandeln kann, aber offenbar nicht. So, hier sind anscheinend sonst auch wirklich die Tiere. Naja, eigentlich sind da wohl nur... Ist wohl nur ein Tier hier drin, so wie es aussieht. Obwohl, hier hinten ist auch nochmal eine Tränke. Ja, da streng genommen auch. Aber überall ist irgendwas anderes noch mit drin. Normalerweise hat man bei den Tieren sonst gar nichts mehr mit drin. So, was muss man jetzt? Moment, trifft Gina, genau. Fortsetzung folgt, haben wir auch noch. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt aufgehen oder nicht. Deswegen bin ich jetzt vorsichtshalber erstmal gesprungen. Ach so, genau. Ich gebe ja nicht auf, weil ich immer noch nicht die Sachen zusammen habe für... Moment, Gegenstand anfragen. Für den Blaubeerkuchen. Deswegen, ich gebe noch nicht auf. Ich werde immer... Wenn ich online bin, werde ich da eine Anfrage reinsetzen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, das hier zu machen. Schön wäre es auf jeden Fall. So, Hekla. Beziehungsweise Gina, nicht Hekla. Obwohl das jetzt bei Hekla irgendwie drin steht. Aber egal. Die müssten wahrscheinlich wieder da hinten vor der Tür irgendwo sein, ne? Ich glaube. Nee, das war gar nicht Hekla. Da ist sie. Ist doch Hekla. Ich dachte, ich muss mit Gina sprechen. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich Gina zu Abend kochen soll. Vielleicht reichen heute gefüllte Pilze. Ich habe dieses mechanische Essen gefunden. Hä? Unusual Energy has been detected. May I take a closer look? Also sie möchte sich das Ganze näher ansehen. I see the flow pattern was familiar. I was not certain of the owner until I got a closer look. Sie war sich nicht sicher, wer der Besitzer war, bis sie sich das Ganze angeschaut hat. This appendage belonged to an old Geldor friend of mine. Achso, ja, Galdur, das sind ja diese Roboter, ne? Einer, also das gehört einem alten Galdur-Freund von ihr. Nein, einer ist es nicht.
You recovered one of the other Galdos two missing feet. Ich werde den anderen finden. Na toll. Aber wie? You need not trouble yourself. It took eons. Eons. For one foot to resurface. It may take even longer for the other two. Most Galdos are created out of natural materials such as wood, stone and clay. Also die meisten Galdos sind aus natürlichen Materialien gemacht. So wie, wie heißt es, Holz, Stein, ja Clay, weiß ich nicht, was das jetzt genau ist. What binds us together are the runes on our bodies. Welche, achso, doch, da hat sie Runen. Also im Endeffekt die Runen, die irgendwo bei denen im Körper angesetzt sind, die halten das Ganze zusammen. Also man könnte sie auch mechanische Goblins nennen, so gesehen. When our runes take damage, it is not uncommon for us to lose connectivity to our limbs. This may result them being unusable, simply falling apart. Okay. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ohne Runen sind sie quasi nichts. Dann fallen die auseinander, wenn was mit denen passiert. In the chase of my old friend, all of the appendages fell off. At some point after leaving the family, we both served. Heißt das, ich muss sie jetzt überall suchen, oder was? Welche Familie? I do not wish to disclose the identity. Aha. After disaster struck, I was afraid he had expired. However, that was not the chase. Though faint, his energy persisted. As I slept in... Oh, kommt auch nochmal ein deutscher Satz? As I slept in solitude through endless sun cycles, never faded away. It was one of the few constants in our ever-changing world. You are never really alone, genau. Yes, it sometimes felt as if I was, but even in that idle state I was connected to him. And to Ida. Also das scheinen so die einzigen drei zu sein, die es von diesen mechanischen, ich sag jetzt mal Goblins, Golems meinte ich eigentlich, gibt. Also sie, einer und dieser komische Freund, von dem sie immer redet. My Gina often compares his relationships between bonded Galdos to that of twins, okay. Constant across time, space and realms, a link of being broken. Togetherness and separation. Jeder verdient eine Verbindung, ja, wie die, die haben. Ja, das stimmt. Da stimmt sie auch zu. That is why... Ach, wenn es jetzt laut wird, entschuldigt bitte. Aber irgendwie grundsätzlich, sobald ich eine Aufnahme anmache, es ist egal welcher Tag, kommt bei uns die Müllabfuhr. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche mich trotzdem noch auf die englischen Sätze hier zu konzentrieren. That is why it is of utmost importance for me to ensure my Linda maintains healthy social connections. Also deswegen stürzt sie sich quasi darauf, dass Linda soziale Kontakte bekommt. I will not keep you any longer. Thank you for finding my friends missing food. Also, das hört sich jetzt eklig an, aber sie bedankt sich dafür, dass ich den verlorenen Fuß von ihrem Freund gefunden habe. Unless you are opposed, I would like to keep it close to me, so that I can more strongly feel this presence. Okay. Also sie möchte diesen Fuß nah bei sich haben, damit sie seine Präsenz besser spüren kann. Das klingt so gar nicht kannibalistisch irgendwie. Lieber mit den Füßen voran nennen die das Ganze auch noch. Oh je. When I'm not busy attending to my Gina's needs, perhaps I will reflect on memories. Also wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, Gina alles von den Lippen abzulesen, so gesehen, dann würde sie gerne in ihren Erinnerungen schwelgen. Okay, Sonne ist ästhetisch ansprechend. Das hatten wir auch schon mal. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal vorlesen.
Ja, trifft Gina in den Ruinen in der Nähe von Heklas Zelt. Ach so, das ist ihr Zelt. Ich dachte mal, das wäre Ginas Zelt. Ja, Gina ist doch hier. Oder meinen die gar nicht das Zelt hier? Wie geht's dir heute? Und sie erzählt wieder, dass sie Angst hat, ihre Gefühle zu offenbaren. Ja, aber was meint sie denn? Sie meint gar nicht diese Stelle. Wo soll man sie denn treffen? Das ist immer noch das eine Questziel. Ja, ich denke mal, die meint tatsächlich dann die Ruinen. Sind die alle hier oder was? Dann würde ich mal sagen. Ja, da steht nur in den Ruinen. Moment, in den Ruinen in der Nähe von Heklas Zelt. Oder meinen die jetzt hier vorne? Konnten wir doch, da konnten wir rein, ne? Aber da ist sie nicht. So wie es aussieht. Ich guck nochmal hier drin. Weil ich würde jetzt wirklich sagen, das ist halt Heklas Zelt, von dem die jetzt gesprochen hat. Waren wir hier schon mal drin? An das Wasser kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ein alter Brief. Okay, wenn du diese Nachricht liest, beschaffe ich entweder gerade Vorräte oder habe es nicht geschafft. Du fragst dich wahrscheinlich, warum es so kompliziert war, in diese alte Bibliothek zu gelangen. Tja, meine Freunde und ich haben einen Ort gebraucht, an dem wir vor diesen Dingern da draußen sicher sein konnten. Wir wissen zwar nicht viel über die Schattenwesen, aber haben vermutet, dass sie wohl nicht besonders gut im Rätsellösen sind. Also haben wir unser Wissen aus dem Runenunterricht genutzt, um die Tür so zu verriegeln, dass nur Menschen uns finden können. Hoffentlich haben wir es nicht übertrieben. Aber die Tatsache, dass du hier bist, bedeutet, dass zumindest ein paar Leute es schaffen, mit den Schlüsseln, die wir am Universitätsgelände verteilt haben, reinzukommen. Hoffentlich treffen wir uns bald. Falls nicht, hoffe ich, dass dieser Ort für dich sicherer ist, als er es für uns war. Das haben wir aber doch noch nicht gelesen, oder? Schattenmenschen und. Also, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. The Kitsu and the Moon. Es war einmal, als nur große Ignus am Himmel hingen, da lebte tief in einem stillen Wald ein kleiner Kitsu. Wie alle Kitsus liebte sie glänzende Dinge, und so schweifte ihr Blick an einen Mitsommerabend, als sie mit den Augen eine Schimmerfliege in die Luft verfolgte, zum Himmel, wo sie den Mond erblickte. Oh mein Gott, wie hell, wie schön, rief sie zu niemanden im Besonderen. Ihre Augen funkelten im Mondlicht, als sie darüber nachdachte, wie sie ein Stück Ignus für sich sammeln könnte. Sie huschte durch den Wald, bis sie den höchsten Baum fand und krabbelte an ihren erschrockenen Mugini vorbei, während sie kletterte und kletterte und kletterte. Als sie den Gipfel erreichte, sah sie, dass der Wald, den sie für ihr geräumiges Zuhause gehalten hatte, nur ein kleiner Fleck mit Bäumen in einer viel größeren Landschaft war. Als sie mit gespitzten Ohren hoffnungsvoll zum Mond hinaufschaute, stellte sie fest, dass er genauso weit weg zu sein schien, wie sie es vom Boden aus gewesen war. Ihre Ohrenspitzen hingen ein wenig herab, als sie ihren Blick vom Himmel nahm. Sah sie in der Ferne eine Klippe, die höher war als der Baum, auf dem sie saß. Und so ging sie los. Sie huschte den Baum hinunter und hinüber zu der Klippe in der Ferne. Als sie näher und näher kam, wurde ihr klar, welch große Aufgabe sie vor sich hatte. Die Klippe stieg höher und höher, bis sie schließlich an ihren Fuß stand und auf einen Abhang blickte, der bis zum Mond zu reichen schien, den sie einfangen wollte. Die Kitsu blähte ihre Brust auf und machte sich an den Aufstieg. Weiter und weiter rannte sie. Immer höher und höher kletterte sie. Und doch schien der Mond immer weiter entfernt zu sein. Als sie sich dem Rand der Klippe näherte, sackte die Kitsu erschöpft und verwirrt zusammen. Denn sie war dem Mond nicht näher als eine Klippe weiter oben. Völlig kraftlos schlief das Kitsu ein Weilchen, als es aus seinem wohlverdienten Schlaf erwachte, wurde es bereits hell. Der Mond, zwar immer noch wunderschön, war jetzt nicht mehr die einzige Lichtquelle, die diese Landschaft erhellte.
Und es gab so viel zu sehen. Das kleine Kitsu wusste gar nicht, wie riesig diese Welt ist und was es dort alles zu entdecken gab. Als es an den Klippen entlang huschte, führte die moosbedeckte Seite, die es erklommen hatte, zu einer dunkleren Felskante. Es pirschte sich Schritt für Schritt heran und spähte über den Vorsprung. Nun erkannte es, dass die Klippen hier endeten und steil abfielen. Dort unten lag ein Sandbett, das von einzelnen Felsinformationen durchsetzt war. Hin und wieder spuckte in den Formationen ein Geysir eine Fontäne gen Himmel. Das Kitsu blickte von oben auf die spuckende Geysire. Es schnaufte vor Entzückung, holte noch einmal tief Luft und wartete, bis die Fontäne genau unter ihm war. Bevor es seine Meinung ändern konnte, sammelte es allen Mut und als der Geysir einmal mehr in die Höhe schoss, warf es sich von den Klippen. Als die Kitsu in die Luft geschleudert wurde, hatte sie einen Moment des Schwindels. Als sie sich Kopf über Schwanz, Schwanz über Kopf drehte, mit einem Spritzer zur Seite. Fast überwältigt von dem Schwindel, kanalisierte sie ihren inneren Silberflügel und spreizte ihre Gliedmaßen straff, so dass sich ihr dickes Fell ausstrecken und die Luft einfangen konnte. So dass sie sanft über den Gipfel des Geysirs schweben konnte. Auf und ab und wieder hinauf wippte sie, während sie sich in einer sprudelnden Aufregung umsah, die schnell verpuffte, als die Neuheit nachließ. Sie war hoch, höher als je zuvor, aber der Mond blickte nicht näher auf. Was? Blickte nicht näher als auf die Klippe oder in den Baum. Sie war einem ausgedehnten Gewässer näher, das sie noch nie zuvor gesehen hatte, als dem Mond, den sie die ganze Zeit bewundert hatte. Der Ozean glitzerte überall, als er sich im Wind wogte, so weit, dass sie ihn nicht in seiner Gesamtheit sehen konnte. Und obwohl sie zugeben musste, dass er wunderschön war, war ihr Herz immer noch auf den Mond gerichtet und er schien immer noch unvorstellbar weit zu sein. Tatsächlich war es schwer, ihren geliebten Mond im Auge zu behalten, während sie auf und ab wippte. Sie konnte nicht ewig hier oben bleiben. So entspannt es auch war, sie war immer noch gespannt. Als sie über ihren nächsten Schritt nachdachte, sah sie einen Berg, dessen Gipfel in den Wolken verschwanden. Sicherlich würde sie dort den Mond treffen können. Also dachte sie nach und schmiedete Pläne. Und als der Geysir sie das nächste Mal in die Luft schoss, zielte sie auf den Berg und streckte ihre Pfoten so weit aus, wie sie wollten. Und dann streckte sie sich noch ein Stückchen weiter und glitt, so gut sie konnte, auf den nächsten Geysir zu. Und so machte sie sich auf den Weg, Geysir an Geysir, schoss in die Höhe, segelte durch die Luft, Stück für Stück auf den Berg in der Ferne zu. Schließlich landete sie zwischen den Bäumen, die am Fuß des Berges wuchsen. Sie blähte ihre Brust ein letztes Mal auf. Das Fell auf ihrer Brust kräuselte sich vor Energie und begann wieder zu klettern. Dann kommt ein englischer Text, den ich euch jetzt nicht übersetzen werde. Und es hört nicht mehr auf. Niedergeschlagen kehrte sie mit hängendem Kopf, schlappen Ohren und den Schwanz hinter sich durchs Moos ziehend nach Hause in ihren Wald zurück. Tag für Tag, Nacht für Nacht wanderte sie ziellos umher, bis sie eines Abends auf eine kleine Lichtung stolperte. Erschrocken richtete sie ihren Blick gen Himmel und sah den Mond, der so fern wie eh und je dort oben leuchtete. Vollkommen verzweifelt ließ sie sich auf den Boden sinken und begann als flauschiges Häufchen Elend zu weinen. Sie flehte darum, dass ihr doch irgendjemand helfen möge, den Mond zu erreichen. »Ich habe die höchsten Bäume erklettert«, erklärte sie. »Ich habe die höchsten Klippen erklommen«, rief sie. »Ich bin auf den höchsten Geysiren geritten«, jammerte sie. »Ich habe den höchsten Berg bezwungen«, heulte sie. »Ich will nur deine Freundin sein«, wimmerte sie erschöpft. Sie legte ihren müden Kopf auf ihre Pranken und weinte Tränen, die ihr wie winzige Bäche das Gesicht hinunter über ihre Zehen in die Erde flossen, wo sie sich in einer Pfütze sammelten. Ihr Flehen drang bald zu den drei Uralten vor. Der Phönix war mit der Rettung ihres eigenen lauten und
eigensinnigen Volkes beschäftigt und er hörte ihre Bitten nicht. Die Chimäre, in ihrer stillen Einsamkeit gestört, wandte sich vom Lärm ab und blickte lieber auf all die technischen Wunder, die ihr kluges und erfinderisches Volk entwickelte. Aber der Drache war noch jung und hatte kein eigenes Volk. Er konnte sich noch an seine eigene nebulöse Sehnsucht erinnern, die ihn vor nicht allzu vielen Jahren in die Welt gebracht hatte. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und schon wieder ist der Text auf Englisch und leider können wir dadurch das Ende jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall ist das Kitu am Ende glücklich und friedlich gewesen. 2 Monden? Wieso 2 Monden? Bad Alas? Wer ist denn Alas? Und es steht schon wieder drin, es ist eine andere Story für einen anderen Tag. Na super. Ja, es tut mir leid, aber der Text ist so lange und bevor ich das jetzt hier alles übersetzt habe, ich habe gedacht, ich könnte jetzt noch eine schöne Geschichte vorlesen, aber die Macher des Spiels möchten das leider nicht, weil sie es nicht komplett übersetzen. Hier kommen wir nicht durch. Oh. Waren wir hier tatsächlich schon mal drin? Das ist alles so... Mir kommt das so unbekannt vor irgendwie. Hier unten ist auch nochmal... Ich meine, das ist mega geil, ne? Eine riesige Bibliothek. Okay, das sind nur 4 Seiten. Rainer und die Silberschuhe. Es war einmal ein aufgemecktes kleines Mädchen namens Rainer. Rainer liebte es zu tanzen und träumte davon, eines Tages unter den Sternen zu tanzen. Aber leider waren die Sterne zu weit weg und Rainer zu klein. Und wieder ist alles auf Englisch. Immer replied with a smile. Leider waren die Monde sehr neidisch auf Rainer. Seht euch dieses tanzende Mädchen an. Wenn alle Leute ihr die ganze Nacht beim Tanzen zusehen, werden sie keine Augen mehr für mich haben, sagte Ignus. Also nahm der eifersüchtige Mond die silbernen Schuhe des Mädchens und sie fiel und fiel, bis sie dort ankam, wo sie heute ist, als Bündel tanzender Sterne. Okay, ohne den Zwischenteil kommt die Geschichte anscheinend nicht so gut rüber. Das können wir nicht lesen. Ich meine, wir haben jetzt schnell festgestellt, dass das jetzt nicht die Ruine ist, die haben wollten, obwohl die ja direkt neben Heklas Zelt ist. Also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Warte mal, kann man hier noch... Nee, kann man auch wieder nicht rein. Was ich noch am Überlegen bin, ob die Ruine meinten mit dem großen... ja. Oh, jetzt sind die beiden weg. Moment. Mit dem großen Wandbild. Ob wir sie da treffen sollten. Weil das ist ja auch noch in der Nähe vom Zelt. Das Zelt ist ja relativ mittig davon. Dann gehen wir da nämlich jetzt nochmal ganz schnell hin. Oh. So geht das aber nicht hier. So. Ja, wo wir eigentlich den Blaubeerkuchen für brauchen. Ja, ich habe es mir doch gedacht. Oh, Tau ist auch hier. Hallo, mein Hübscher. Was machst du denn hier? What's the world, buddy? Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ganze jetzt geht. Weil wir kriegen ja jetzt hier eine neue Aufgabe. Ja, wir versuchen es trotzdem mal eben ganz kurz. Chatten, das sollte ja recht schnell gehen. So, Tau, Wimpers. Dieser Blick vor allen Dingen. Oh, den möchte ich haben. Der ist so cool. Moment, ich mache mal eben Screenshots. So. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, aber ich finde den einfach nur total süß. Gina, erzähl mir kurz und bündig, was du möchtest. Oh, hey, wie geht's? Also, wie ist die Situation?
You made another one of the active. Ja, das ist klar. Wir haben was aktiv gemacht in der letzten Folge. May have done something else too. I was digging around the Stator Garden in North Bahara. Stator Garden? And saw a treasure chest appear in a flash. Oh. Test this coin in it. I'm calling them Ember Seeker Medaillon. Maybe you can uncover some more. Okay. Also wir sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, Truhen finden, die in einer leuchtenden Säule stehen und wo wir anscheinend Münzen finden. Plus when ever Tau isn't with Fassian, he comes here. Okay. Does he seem upset? Hopefully I haven't had anything to offer him. try give him a treat. Ja, genau. Oder sie kann natürlich auch ein Buch vorlesen. Das wäre auch noch was. Just don't call him a bad dog. Genau. Oh dear, I've forgotten to bring any. Maybe Hekla have something. Ich denke nicht. Also ich habe noch Fleisch. Ich weiß nicht. Aber das kann ich ihm, glaube ich, nicht geben, oder? Mit Hekla kann ich jetzt aber nicht sprechen. Weil sie jetzt meinte, vielleicht hat Hekla irgendwas. Kann ich ihm denn überhaupt irgendwas geben? Nee, ich kann ihm kein Geschenk geben. Es muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass wir dieses Fleisch hier bekommen haben. Hm. Ja, keine Ahnung. Vault of Flames. Etwas Seltsames ist passiert. Ach, hier können sie es auf einmal auf Deutsch schreiben. Nachdem du das Rätsel im Feuertempel gelöst hast, trifft Gina und Tau in den Ruinen südlich von Hekas Zelt. Habe ich ja schon gemacht. Achso, ist schon abgeschlossen. Ja. Das waren die Sachen, die haben wollen. Kuchen habe ich leider immer noch keinen. Dank des dummen Kerls hier mit dem riesen Rucksack. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der mir das einfach weggenommen hat. Finde ein Schieb. Ja, das müsste ich... Achso, hier, Moment. Dorfbewohner. Stufe 4. Nee, Stufe 4 habe ich noch keinen, ne? Badru, einer... Esche hat angeblich eine neue Quest. Ne, Stufe 4 habe ich auf jeden Fall noch keinen von. Ja, dann würde ich sagen, haben wir für heute nichts mehr. Dann ist es zwar eine sehr, sehr lange Folge geworden, aber wir haben zumindest Teile einer schönen Geschichte gehört. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da noch nicht drin gewesen bin. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und dann schauen wir mal weiter, ob wir noch irgendwas machen können. Ich schaue auch nochmal, ob wir mit Esche noch eine neue Quest haben, so wie das da drin aussah. Medaillon ist hot to the touch. Okay. Was wir mit dem Medaillon machen können, wissen wir ja auch noch nicht. Also da müssen wir dann auch noch was herausfinden. Ich weiß auch nicht, was hier mit den Opfergaben eigentlich ist, ob wir die tatsächlich machen müssen, weil es scheint ja so, als ob die Wand trotzdem weitergeht. Obwohl wir ja nicht wirklich viele Opfergaben gemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt darauf, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.